Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einem weiteren OMSI 2 Video. Schön, dass du da bist. Ja, heute leider ein bisschen sehr verspätet, aber es kommt noch ein Video. Lag ein bisschen daran, dass ich mich jetzt natürlich jetzt schon ein bisschen auf den neuen Job vorbereiten muss und noch einiges zu tun habe. Komme ich jetzt kaum noch dazu, jetzt gerade was aufzunehmen, und das wird nicht noch ein bisschen, ja, es wird ein bisschen schlimmer, aber dazu mache ich nochmal ein gesondertes Video. Heute gucken wir uns eine wundervolle Mod an, wieder mal, und zwar, was wäre OMSI 2 ohne unsere Modder? Mal ganz ehrlich, was wäre es denn heute eigentlich gar nichts, denn was hätten wir? Wir hätten eine wundervolle Karte namens Grundorf und einmal Spandau mit den ganzen Standardbussen, aber wie gesagt, es gibt hier pfiffige Leute, die sich hier ransetzen und das Ganze hier kostenlos alles zur Verfügung stellen. Also vergessen wir mal die Leute nicht jetzt mit Altair, ja, der hier diese wundervollen Busse gezaubert hat, Morphy, der den absoluten Klang in den Ohren hat und wie sie alle heißen, das sind alles großartige Typen, aber es gibt natürlich auch etwas kleinere, die aber dennoch absolut großartig sind. Und zwei habe ich davon mitten ins Herz geschlossen und das ist einfach OMSI 2 Fahrzeuge und Co., der absolut großartigen Berliner Content zaubert, aber auch Projekt Potsdam Design oder Projekt Potsdam Development, Projekt Development. Mittlerweile hat er so viele Namen, ich nenne ihn jetzt einfach mal Simon. Der hat jetzt wieder mal eine neue Mod veröffentlicht. Das schon vor einer ganzen Weile, wir hatten das auch schon bereits in den ÖPNV-News gehabt. Und zwar hat er den DL05, hat er nochmal ein bisschen angepasst, ein paar Berliner Accessoires hier dem Ganzen verpasst. Und dementsprechend sehen wir jetzt hier zum Beispiel auch hier oben den Astabweiser. Ja, den gab es ja so offiziell ja hier noch gar nicht drin. Ne, jetzt ist das Ganze mit dabei und das sieht absolut schnieke aus. Ja? Also er hat wirklich das pfiffige Händchen dafür. Ja, und wie gesagt, die beiden, die haben sich bei mir absolut ins Herz geschlossen, weil ganz ist immer wieder aufs Neue, wenn die neuen Content rausbringen, ja, freue ich mich immer wie so ein kleines Kind. Anders kann man es halt nicht sagen. Aber es ist halt einfach so. Ja, und die stellen das Ganze hier wirklich absolut kostenfrei zur Verfügung, sodass ihr euch das Ganze runterladen könnt. So wie ihr das Ganze jetzt aktuell findet, so könnt ihr euch das jetzt runterladen. Das ist alles auf OMSI Webdisk. Wenn ich es nicht vergesse, packe ich euch die Links unten in der Videobeschreibung mit rein. Wir werden heute mal kurz anfahren. Die 115 werden sie nicht zu Ende fahren, denn uns geht es ja heute hauptsächlich nur um den Bus so ein bisschen und weniger um die Karte. Denn die Karte, ja, Berlin, die kennen wir mittlerweile schon in- und auswendig, oder? Mal ganz ehrlich. Was ist noch dabei? Wir sehen hier drinnen, ne, hat sich hier auch einiges getan. Auch ziemlich cool hier oben diese Graffiti-Spur. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Seht ihr meine Maus hier? Ja, genau hier. Diese Graffiti-Spur hier. Ja, da hat er irgendwie da so rumgekritzelt mit seinem Stift. Wir haben hier so einen elektrischen Ticket da, der wurde die Karte einfach bloß ranhalten muss und das Ding dann immer so piept. Sonst ganz klar hier, wie gesagt, die ganzen typischen BVG-Sitzflächen, ja, mit dem Sitzpolster und alles sowas und so weiter und so fort. Corona ist hier natürlich auch immer noch Thema. Hier gibt es jetzt eine zweite Version, Einstieg nur mit Maske, jetzt mit richtigem Plakat. Allerdings fehlt mir jetzt hier noch so ein bisschen die Plane, aber die ist in Arbeit. Das da hat er schon gesagt gehabt, das Ganze kommt jetzt. Der Fahrersitz jetzt hier hat jetzt eine Scheibe hier drin, ne? Ja, ist ein bisschen schwer zu erkennen. Warte mal, vielleicht sehen wir es ein bisschen besser, wenn wir jetzt hier mal die Türen so auf und zu machen. Hier seht ihr so ganz leicht diese Tür. Ne? Warte mal, ich guck mal. Seht ihr das? Also wenn man halt wirklich genau hinguckt, haben wir jetzt hier so eine Glasscheibe drin. Ja? Also das ist eigentlich schon eine ziemlich fantastische Sache. Und sonst, ja, haben wir hier soweit Tour alles schon ausgewählt. Wenn wir hier uns auch so ein bisschen angucken, ne, die ganzen Texturen, die sind jetzt alle deutlich hübscher. Alles abgeklebt hier mittlerweile, ja, dass du nur noch einen Türtaster hast. Also das ist alles schon sehr, sehr nett auf jeden Fall. Ne? Türen auf und zu. Und ich suche hier gerade nach einem Schild, aber ich finde es nicht, leider. Bisschen schade. Aber normalerweise hängt hier vorne nämlich noch so ein Schild drin, was du hier noch reinpappen kannst, wo dann auch nochmal die 115 dran steht. Aber ich finde es jetzt nicht. Er meinte, das kommt erst, wenn du das Ganze richtig geschildert hast und wenn du den Fahrplan ausgewählt hast. Ja, ist jetzt hier in dem Fall nicht so. Aber auf dem Bild seht ihr das. Ihr könnt das Ganze natürlich auch einfügen, wieder zurücksetzen, so ein bisschen wie die Set war es. Ja, so könnt ihr das Ganze halt dementsprechend benutzen. Vordereinstieg gesperrt. Bitte die anderen Türen benutzen. Kein Fahrscheinverkauf steht hier drauf. Ne, sonst, wie gesagt, gab es ja früher hier immer noch diese Absperrbänder. Es gibt einmal eine neue Corona-Mod und einmal eine alte Corona-Mod. Einmal mit ja, den Absperrband und einmal dann, wie gesagt, neu dann
halt sollen zukünftig dann auch dann diese Plane da sein, wie sie jetzt ja bei uns im BVG haben. Obwohl, die müssen da ganz schön Geld reingebuttert haben, wenn sie es sowieso jetzt demnächst wieder abschaffen. Ich weiß gar nicht, schaffen die das wieder ab? Mittlerweile ist doch das Ganze ja auch schon wieder fast zu Ende. Ja, sonst haben wir hier Atron mit drin. Ne, ihr seht das, ihr benötigt noch einen extra Bus, den ihr euch nochmal runterladen müsst, und zwar den kostenlosen DL, damit ihr hier nämlich die Textur hier von dem Funkgerät habt. Ja, also das muss natürlich dann halt auch noch ein bisschen mit installiert sein. Also lest euch bitte wie immer vorher nochmal die README durch. Dafür sind sie da, um, wie gesagt, Fehler und sowas alles schon vorzubeugen. So, wir werden jetzt mal den Motor starten. Allerdings, ja, haben wir noch ein bisschen Zeit. So, wundervoll. So, dann den Gang rein. Licht ist an. Und sonst, ja, glaube ich, sind wir soweit. Wir können mal die Zeit ein bisschen höher stellen. 1, 2, 3. So, und ziehen hier mal los hier. So, nächste halt der Fährbediener Platz. Weil da war ja nun nichts. Mansfelder will halt eigentlich nie einer einsteigen. Also hat mich bis jetzt nie irgendwen gehabt, der da mal mitfahren wollte. Hier wird es jetzt ein bisschen voller. So. Und damit können Sie rein. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ja, da könnte ich auch nochmal noch mal dazu sagen, er macht jetzt auch noch einen Stream. Ich glaube, morgen war das, Leute, der kam heute oder morgen, müsst ihr mal gucken. Ja. Das streamt er auf jeden Fall auch nochmal, zeigt nochmal seinen Bus hier in voller Ausstattung. Wie gesagt, vielleicht habe ich ja irgendwo einen kleinen Fehler gemacht. Man weiß es halt nicht bei der Installation, aber normalerweise ist es einfach, dass du den Bus nimmst aus dem OMSI Webdisk und den dann einmal einfach Schüler, bitte, hier reinschmeißt und dementsprechend, das war falscher Schüler. Hier. Ich glaube, sie haben mir da was Falsches gegeben. Nimm dein Ticket und geh. Genau. Wie gesagt, da streamt er das Ganze dann halt dementsprechend auch nochmal. Eigentlich relativ cool. Und wie gesagt, eigentlich, du kannst eigentlich immer drauf wetten, ja, sobald er da mal irgendwelche Mods immer veröffentlicht, die sind allesamt immer großartig. Also, da kann man nichts zu sagen, ja. So. Will keiner mehr. Dann fahren wir weiter. Los geht's. Ja, das Witzige ist, oder worauf ihr noch achten solltet. Straße, Barstraße. BRT-Sounds. Normalerweise hätten jetzt hier die Originalen kommen müssen. Ah, verdammt. Ist immer irgendwas, ja, geht immer schief. Ihr müsst auch darauf achten, dass ihr halt wirklich die richtigen Busse denn halt auswählt. In Berlin sind nicht alle Busse mit diesen Astabweiser halt ausgestattet. Ja, und dementsprechend haben nicht alle Busse oder alle Busfabrikate dementsprechend diesen Astabweiser dran. Da müsst ihr in der README gucken, da hat er eine ganze Liste aufgelistet, die das alles verbaut haben. Ja, also falls ihr vielleicht alles installiert habt und ihr eventuell keinen Astabweiser dran habt, obwohl ihr alles richtig gemacht habt, dann schaut, wie gesagt, da nochmal rein und guckt nochmal. U-Bahnhof Ferbeliner Platz. Ja, okay, jetzt ist es wieder richtig. Mysteriös. Mittlerweile wechseln die drei Stimmen sich ab. Mozart, Originalansagen und die neue BRT-Stimme. Fantastisch. Was wollte ich jetzt sagen? Genau. Achtet darauf, dass ihr auch die richtige Fahrzeugnummer ausgewählt habt.
Wie gesagt, auch texturentechnisch hat er das Ganze natürlich ein bisschen überarbeitet. Ihr seht schon, ne? Also der Tacho hier, der ist ja richtig, ja? Der glänzt halt richtig. Die ganzen Texturen sind halt mega überarbeitet hier. Also das sieht alles schon verdammt schnieke aus. Aber früher hat er halt immer noch so in seinen Bussen. Ja, genau. Hoffmann von Fallesliebenplatz. Alter! Voll reingezogen in mir. Ich glaube, es geht los. Neue Sounds sind auch drin. Also wie das weinende Kind. Ja, also das gibt ein paar neue Sounds. Fahrgast-Sounds, die sind halt auch mit drin. So wie sich halt ein Busfahrer manchmal so fühlt, ne, wenn er in dem Bus sitzt. Denn also das volle Programm ist hier natürlich mit enthalten. Aber alles, was halt drin ist, das steht halt auch wirklich alles nochmal in dem Eintrag drin, ja, was ihr zumindest erwarten könnt. Wie gesagt, ich finde es bloß ein bisschen schade. Er hat auch so Kaffeebecher und alles, sowas von der BVG und alles. Ja, so originale Funksprüche und sowas. Warum die halt nicht mitgeliefert werden? Das ist immer wieder, wo ich dann so sage, verstehe ich nicht. Warum die dann immer nicht mit drin sind. Jetzt müssten die ja eigentlich alle aussteigen, genau. Weil uns ja vollends reingefahren ist. Aber ihr seht, wir spielen mal Kollision. Ohne geht gar nicht, meiner Meinung nach. Fände ich persönlich, also für mich wäre es zu langweilig halt, ne? Und das ist ja gerade irgendwie der Kick hier, durch diese OMSI-KI hier durchzukommen. S-Bahnhof Hohenzollern. Bitte halten Sie sich während der Fahrt fest. Oh, da sind wir aber weit hinterhergerutscht hier. Hohenzollern dann? Genau. Die müssten wir bitte. Da kommt Freude auf. Schalalalala. Und hier will keiner raus. Ja, ja. Salzbrunner. Was ist denn jetzt hier los? Was fahren die denn jetzt hier alle so komisch? Tja, was soll ich machen, Leute? Es ist heute wie verhext. Es ist heute wie verhext hier. Aber es wollten nicht alle raus. Also von daher können wir doch beruhigt sein. Nur eine Mama hat sich beschwert. Genau, also wie gesagt, das könnt ihr euch komplett im OMSI Webbus runterladen. Das ganze Busmodell, wie gesagt, Ansagen. Die Originalansagen sind natürlich nicht dabei. Ne, aber auch da gehen nochmal die Grüße an Projekt Potsdam raus. Aber sonst alles, was ihr hier so zumindest rund um den Bus seht, ist alles mit dabei. Wie gesagt, ein bisschen schade. Er hat hier immer, wie gesagt, halt noch diese kleinen Accessoires, dass die nicht dabei sind. Aber sonst seht ihr, dass man baut und macht und tut, um halt immer mehr Realismus hier halt praktisch immer reinzuknallen. So wie man sich halt im Bus auch fühlt, so, ne, ist das alles einfach eine ziemlich großartige Sache. Installation, wie gesagt, relativ einfach. Ladet euch das Paket runter. Alexa, stopp. Ladet euch das Paket runter
Und dann geht das halt einfach ganz simpel, ganz schnell. Einfach installieren, also in dem Bus vom DL installieren. Dabei spielt es keine Rolle, ob es halt BRT ist oder Original X10. Das sind ja beides die gleichen Busse. Und dann, wie gesagt, könnt ihr das Ganze hier so nutzen. Vorsicht aber immer ein bisschen. Ja, macht euch vorher noch ein Backup, falls irgendwas schief gehen sollte. Wäre natürlich halt am sinnvollsten. So. Und damit ja, soll es eigentlich für diese Folge auch schon gewesen sein. Aber ihr seht, es funktioniert, es macht Spaß. Der Bus sieht fantastisch aus. Aber auch die ganzen Repaints werden wirklich alle mitgeliefert. Und Manfred kommt schon. Ja, Leute, das ist er, wie gesagt, mehr gibt es an der Stelle nicht zu sagen, außer wieder mal großartige Arbeit hier an den Simon, ja, wirklich, wirklich toll, wie gesagt, Installation super einfach und wenn ihr, wie gesagt, das Ganze haben wollt, Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich verabschiede mich, Leute, nächstes Mal geht es ja wieder richtig rund, ich habe ein paar neue Strecken, die wir uns natürlich hier angucken müssen und von daher würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal, Leute, tschüss!